Was bisher geschah? Alles beginnt mit dem Erwachen von Desmond Miles in einem sterilen Labor, das zu einer Organisation namens Abstergo Industries gehört. Hier ist er an eine dubiose Maschine, genannt Animus, angeschlossen. Desmonds Fragen, warum das alles passiert, werden vom grantigen Doc zunächst nicht beantwortet. Doch fest steht, der Animus lässt Desmond in die Erinnerungen seiner Vorfahren eintauchen und da ist ordentlich was los. Im Jahr 1191 schlägt sich Desmonds Vorfahrer Altair mit seinen ganz eigenen Problemen herum. Als einer der besten Assassinen beginnt er, leichtsinnigerweise, die Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Wobei er erstmal kurz gegen die sämtlichen Regeln seines Ordens verstößt. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall und sein Meister mit dem Rauschebart degradiert ihn flugs zum Novizen. Um seinen einst blendenden Ruf wiederherzustellen, erhält Altair eine Liste mit 9 Namen von verfeindeten Templern, die es auszuschalten gilt. Diese Aufgabe meistert er mit Bravour. Doch während er sich seinen Weg durch die Körper der Feinde bahnt, kommen Zweifel auf, warum er das alles eigentlich tut und ob seine Handlungen richtig sind. Unterdessen stellt sich auch Desmond Miles so einige Fragen, wobei sich Laborgehilfin Lucy auf rätselhafte Weise als hilfreich erweist. Denn die findet Abstergos Pläne auch nicht so wirklich gut und wer clever kombinieren kann, erkennt in ihr im Laufe des Spiels ein verdecktes Mitglied der Assassinenbewegung. Wir finden heraus, dass sich hinter Abstergo eine moderne Organisation der Templer verbirgt, den alten Erzfeinden der Assassinen. Ihr Ziel ist es, die Denkweise der Menschheit anhand ihrer Ideologien und Vorstellungen zu beeinflussen und somit basierend auf ihrem Weltbild die Herrschaft über die Menschheit zu erlangen. Das geht mit Hilfe sogenannter Edensplitter, die es mit Hilfe von Desmonds Vorfahren zu finden gilt. Unterdessen stellt sich Altairs ehrwürdiger Meister selbst als fieser Templer heraus, der nun, da alle 9 Namen von der Liste gestrichen sind, alleiniger Besitzer des Edensplitters ist. Doch Altair wäre nicht der Held in diesem Spiel, wenn er nach diesem Schock nicht auch dieses Problem in den Griff bekäme. Als er den eroberten Edensplitter an sich nimmt, offenbart sich eine Karte, die die Fundorte der restlichen Edensplitter markiert. Der böse Doc hat nun, was er will und plant, Desmond loszuwerden. Doch Lucy verteidigt ihren neuen Freund, der am Ende des Spiels über eine mysteriöse neue Fähigkeit seines liebgewonnenen Vorfahrens, dem Adlerauge, verfügt und unsichtbare Botschaften an der Wand erkennt. Dies ist ein Resultat des sogenannten Sicker-Effekts, einer seltenen und mitunter gefährlichen Nebenwirkung des Animus, bei der die eigenen Erinnerungen mit der genetischen der Vorfahren verschmilzt. Teil 2 beginnt mit Desmonds und Lucys Flucht aus dem Labor. Mittels Animus 2.0 wird ein neuer Vorfahre Desmonds ausfindig gemacht. Ezio Auditori da Firenze. Desmond soll sich auch seine Fähigkeiten aneignen, um somit die Templer an ihrem Vorhaben aufzuhalten. Der Animus 2.0 führt uns diesmal ins späte 15. Jahrhundert nach Italien. Ezios Vater und Brüder werden aufgrund einer Verschwörung gegen die Familie verhaftet. Hinter Gittern erzählt uns unser Dad von einer versteckten Kiste, durch die wir an unsere Assassinenkleidung und die Waffen gelangen. Kurz darauf baumeln die Gefangenen auch schon am Galgen. Ezio muss fliehen, um demselben Schicksal zu entgehen, doch nicht ohne noch den Tod seiner Familienmitglieder rächen zu wollen. Dabei hilft ihm sein Onkel Mario, aber auch ein junger Leonardo da Vinci. Nach und nach gelingt es Ezio, alle Verschwörer auszuschalten, wobei allmählich klar wird, dass die Verschwörung bis in die höchsten Kreise reicht. Ezio findet heraus, dass er selbst ein Assassine ist und ohne es zu wissen von seinem Onkel Mario ausgebildet wurde. Doch nicht nur das. Ezio ist auch der Prophet, der den Edenapfel und den Edenstab zusammenführen und in die geheime Kammer bringen soll. What? In der Kammer hält Ezio einen interessanten Plausch mit Minerva, die jedoch wenig Interesse an Ezio selbst hat, sondern zu dessen Verwirrung vielmehr durch ihn zu Desmond spricht und diesen vor dem Weltuntergang warnt. Die Templer finden unterdessen Desmond und die anderen Assassinen, wodurch es nach einem gewonnenen Kampf erneut zu flüchten gilt. In Assassin's Creed Brotherhood machen sich unsere Helden Sorgen wegen des vermeintlichen Weltuntergangs. Desmond durchforscht weiter Ezios Erinnerungen und startet in Montarigioni, wo es zu einem Angriff durch die päpstliche Armee unter dem Kommando von Cesare Borgia kommt, bei dem Ezio schwer verletzt wird und Onkel Mario ums Leben kommt. Ezio plant, nach Rom zu reisen, um die Borgia zu stürzen und den Edenapfel zurückzubekommen, der ihnen entrissen wurde. Nach gewonnenem Kampf versteckt Ezio den Apfel unterm Kolosseum, damit dieser keinen Schaden mehr anrichten kann. Neugierig wie unsere Helden in der Gegenwart jedoch sind, suchen sie dennoch nach dem bedeutsamen Artefakt.
Als Desmond den Apfel jedoch ergreift, kommuniziert seine DNA mit diesem, was zur Folge hat, dass Desmond die Kontrolle über seinen Körper verliert und tatenlos mit ansehen muss, wie durch seine Hand die liebe Lucy ihr Leben lassen muss. Durch diese Ereignisse verfällt Desmond in ein tiefes Koma, das sich am Anfang von Assassin's Creed Revelations in einer Art Zwischenwelt darstellt, in der Desmond auf seinen Vorgänger bei Abstergo Subjekt 16 trifft. Um zu verhindern, dass Desmonds Hirn überlastet wird und sich für immer seine realen und genetischen Erinnerungen zu vermischen drohen, rät Subjekt 16 Desmond, einen Sync-Knoten in den Erinnerungen von Ezio und Altair zu finden, um die zahlreichen Erinnerungen von ihm selbst und seinen Vorfahren voneinander trennen zu können. Ezio ist mittlerweile fortgeschrittenen Alters und macht sich auf der Suche nach seiner Bestimmung auf den Weg zur ehemaligen Assassinenfestung nach Marciaf aus dem ersten Teil, wo nun jedoch die Templer eingefallen sind. Dort erfährt Ezio von 5 Schlüsseln, die die unterirdische Bibliothek der Festung öffnen und die es nun zu finden gilt. Nach einem verhinderten Attentat auf Prinz Süleyman bittet dieser Ezio um Hilfe. Man glaubt einer Intrige auf der Spur zu sein, was den Thronfolger Süleymans Onkel Ahmed angeht. Ahmed stellt sich schon bald als wahrer Anführer der Templer heraus und gelangt selbst an die Schlüssel zur Bibliothek. Als Ahmed von seinem Bruder, dem rechtmäßigen Thronfolger, getötet wird, verschafft sich Ezio Zugang zur Bibliothek und findet dort neben Altairs Skelett auch einen der Edenäpfel. Ezio spricht zu Desmond und hofft auf Antworten. In dieses Gespräch schaltet sich auch Jupiter himself ein und berichtet von einer uralten Zivilisation, die durch einen Sonnensturm vernichtet wurde. Dieses Schicksal soll nun auch die Gegenwart ereilen, doch die Götter haben ein letztes Artefakt hinterlassen und zeigen Desmond, wo es verborgen liegt. Desmond, can you hear me? Desmond erwacht aus dem Koma. Willkommen bei Assassin's Creed 3.